So, ich würde sagen, jetzt sind wir im zweiten Arbeitszimmer von Josefa. Sag uns einmal ganz kurz, wen haben wir hier? Das ist GK AgriGrip Simple Smile. Also GK AgriGrip kommt eben von dem Dr. Gerd Kellner, der auch das Therapiezentrum erschaffen hat und dem dieses tolle Pferd gehört. Okay, und du zeigst uns jetzt mal so ein bisschen, was du mit deinen magischen Händen, also bei Menschen würde man, glaube ich, manuelle Therapie sagen, oder? Ja, Was? Physiotherapie, Massagen, manuelle Therapie. Ganz kurz vielleicht für jemanden, der es nicht versteht. Ich kann mir immer nicht vorstellen, wenn ihr sagt, das Becken ist ein bisschen schief. Ich meine, so ein Pferdebecken, ne, das ist ja, boah, das ist ja ein Ja. echter Knochen. Das ist ja, können da diese kleinen hier zarten Fingerchen wirklich was bewirken oder was genau machst du? Also dadurch, dass ich das halt schon viele Jahre mache, habe ich, glaube ich, auch gewisse Kraft in den Fingern. Die braucht man Die schon. brauchst Also du schon. Also um einen Muskel wirklich richtig gut zu bearbeiten, braucht man schon ordentlich Kraft. Also Kraft und Gefühl vor allen Dingen auch. Du musst die Verspannung ja schon erspüren und die musst du dann auch mit deinen Fingern und den bestimmten Griffen lösen. Was sind die Hauptstellen am Pferd, die bearbeitet oder behandelt Also werden? das Genick ist oft ein Problem beim Pferd, ne, weil es gibt ja Pferde, die sich auch gerne ins Halfter hängen und tatsächlich dann auch hier oben im Nackenband und im Genick wirklich Probleme kriegen. Von daher behandle ich viel das Genick mit. Also ich spüre immer einmal das ganze Pferd durch und dann gucke ich eben, wo sind die Baustellen, wo sind die Probleme. Natürlich auch muss man sich einmal anhören, was los ist mit dem Pferd, wenn man ein Pferd bekommt. Und ich behandle auch sehr viel den Hals, ne, und Hals- und Schultermuskulatur, weil gerade wenn man diesen Muskel hier hat und dieser Muskel ist dafür zuständig, die Schulter mit zu bewegen und dass alles beweglich ist. Und wenn der extrem fest ist, kann die Schulter und das Ganze sich auch nicht mehr richtig bewegen. Das heißt, es geht auch immer auf das Pferdebein an sich, ne? Wenn die Schulter sich nicht richtig bewegen kann, nicht elastisch ist, dann, und die Muskulatur das festhält, dann ist die Landung natürlich dementsprechend schmerzhafter, ne? Weil die Schulter gerade in der Landung, wenn ein Pferd landet nach dem Sprung, muss ja beweglich sein, Ja. ne? Sonst Heißt, wenn du sagst, du behandelst den Muskel, was machst du? Du massierst ihn. ich massiere ihn. Also ich versuche schon, da richtig reinzugehen und den Muskel zu bearbeiten, ne? Diesen ganzen Trakt hier, ne? Und den muss man schütteln und bewegen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man da natürlich ganz schön lange dranbleiben, damit der Muskel anfängt loszulassen. Und was heißt lange? Dann massierst du auch schon mal so eine Viertelstunde am Stück? Ja, also wenn das richtig doll fest ist, also es kommt ja immer aufs Pferd drauf an, genauso wie bei Menschen auch, wenn der Nackenmuskel fest ist, dann musst du eben gucken, so, ist keine Zeitangabe in dem Sinne, sondern man muss einfach spüren, wann lässt der Muskel nach. Na, wann fängt das Pferd an zu kauen, wann hast du was gelöst, sag ich mal. Ne? Ich nehme an, der Rücken, das ist doch wahrscheinlich dein Hauptarbeitsort, hätte ich fast gesagt. Ja, auch. Also es gehört ja alles mit dazu und ich bin leider ein bisschen klein, ich brauche für jedes Pferd immer einen Hocker. Und es ist auch generell besser, man behandelt das Pferd von oben. Ich finde es auch ziemlich cool, wenn ich hier rangehe. Und dann tastet man eben halt einmal die ganzen Wirbel durch. Ne? Man guckt, wo sind die Verspannungen, wo ist das Pferd empfindlich, wo kann ich ansetzen, ist das Pferd beweglich im Rücken, ist es. Was hast du jetzt gemacht? Na, Irgend das so ein sind zum Beispiel Triggerpunkt, so, oder? genau, das sind solche Mobilisationstechniken, sage ich mal. Wo du merkst, wie beweglich ist denn der Rücken. Ne? Weil es sind bestimmte Reflexpunkte, die du dann drückst, um zu sehen, wie beweglich ist das Pferd, kann es sich überhaupt bewegen, sind irgendwo Probleme in der Wirbelsäule. Du merkst es auch schon an der Muskulatur, wenn die Muskulatur neben der Wirbelsäule extrem fest ist, dann hast du da auch logischerweise deine Probleme. Und diese riesigen Muskeln, das sind ja wirklich richtig, kannst du die tatsächlich lösen oder geht all das wahrscheinlich nur in der Kombination mit Aquatrainer, Reiten, Longieren etc.? Also wenn ich ein Pferd bekomme, dann versuche ich das immer vorher zu behandeln, bevor ich es in den Aquatrainer stelle. Also ich taste es einmal durch, um zu gucken, wenn es dann im Aquatrainer ist, ist es ja eine bestimmte Mobilisation, die das Pferd machen muss. Also durch die Bewegung im Wasser mobilisiert sich das Pferd ja auch. Und wenn ich die Muskulatur vorher locker mache, habe ich natürlich einen größeren Effekt, wenn die dann im Aquatrainer sind. Von daher löst es natürlich auch die Muskulatur. Aber ich selber gehe auch viel einfach hier dran an die großen Muskeln und bearbeite die genauso wie beim Menschen auch. Also es ist nichts anderes. Die Muskulatur ist genau die gleiche. Und du hast ja auch mal Menschen, die extrem groß sind, wo du als kleiner Therapeut auch zusehen musst, dass du da dran kommst. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ein paar von unseren Zuhörern, Zuschauern
viele haben sicher ein Pferd und würden auch gerne mal fühlen. Gibt es sowas, dass du sagst, oh, das kann man als Pferdebesitzer auch ohne Erfahrung machen, oder sagst du lieber Finger weg? Es gibt viele Techniken, die Pferde gerne mögen, wo ich auch meinen Pferdeleuten, wo ich hinfahre oder die auch hierher kommen, immer Hausaufgaben, sage ich mal, mit aufgebe. Ja. Man kann zum Beispiel wirklich hier hinten an die Schweifrübe gehen und kann anfangen, das Pferd zu schütteln. Ja, das ist immer, sieht man ja schon, das geht immer bis vorne durch. Man hat immer eine gewisse Mobilisation. Ich passe nicht richtig auf. Ne? Nein, hier draußen ist natürlich auch nicht so einfach. Aber das sind so Sachen, die kann man immer machen mit dem Pferd. Man kann es mobilisieren, man kann die Muskulatur generell einfach durchtasten und so ein bisschen, wo man merkt, oh, da ist das Pferd, jetzt fängt sie schon an zu kauen. Mhm. Hier ist das Pferd empfindlich, hier kann ich einfach rangehen und so ein bisschen die Muskulatur mit massieren. Das, da kann ich nichts falsch machen. Da kann man nichts falsch machen, gar nichts. Man kann auch hier vorne an die Halsmuskulatur gehen und einfach hier wirklich mal so ein bisschen anfangen, diesen großen Muskel zu bewegen. Damit kann man überhaupt nichts falsch machen. Ne? Also das ist, oder was auch eine schöne Aufgabe für Pferdebesitzer sind, die gerade nicht so viel Ahnung davon haben oder gerne was machen wollen zu Hause, ist Hautrollen. Man kann die Haut abziehen. Na, das finden die Pferde, und wenn die wirklich... Das sieht aber ziemlich grob aus. Ja, aber ist nicht grob. Aber ne? Sie man löst einfach die Haut von dem Bindegewebe. Und wenn ein Muskel ziemlich fest ist, dann ist die Bindegewebsstruktur auch fest. Das heißt, wenn ich die Haut ein bisschen ziehe, löse ich natürlich das Bindegewebe und löse auch damit natürlich so ein bisschen die Verspannung. Ja, das sind so Sachen, die kann man eigentlich gut zu Hause machen, wo man nicht viel falsch machen kann. Und das spürst du am nächsten Tag beim Reiten, wenn du einen behandelt hast, spürst du wahrscheinlich sofort. In der Physiotherapie ist es ein bisschen anders als in der Osteopathie. Ich sage meinen Leuten immer, sie sollen die Pferde bewegen nach dem Anschluss von der Behandlung, dass sie eben nicht so Muskelkater bekommen. Und man muss eigentlich am nächsten Tag, wenn man das Pferd reitet, schon eine Lockerung oder eine Besserung merken. Das ist schon, kann natürlich auch mal sein, wenn ein Pferd extrem fest ist, dass es am nächsten Tag Muskelkater hat. Mhm. Aber in der Regel laufen die eigentlich schon auch lockerer und besser. Mhm. Ja. Ja, super. Schnellkurs Physiotherapie. Vielen Dank dafür. Nicht zu danken.